So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von, beziehungsweise zu der ersten Folge von OMSI 2. Und wir spielen heute mal eine Karten, also eine Karte Grundorf, weil ich so noob bin. Also nicht wundern, falls ich wirklich noch es nicht schaffe zu fahren. Das liegt daran, ich habe das Spiel seit 2 Tagen und ich verstehe nichts. Was nehmen wir denn? Wir nehmen mal Krankenhaus. Gucken, wo ich da bin. Das habe ich zum Beispiel auch noch nie geladen vom Krankenhaus aus. Ich bin immer nur erstmal diese Bahnhofsecke gefahren, um halt irgendwie ein bisschen die Steuerung zu verstehen. Ich muss sagen, ich bin noch nicht so ganz durchgestiegen durch das ganze Prozedere. Ich versuche aber mit eurer Hilfe das so ein bisschen zu meistern und. Da ja das Fehlen auch nicht so schlecht ist, beziehungsweise es schlecht ankommt, will ich das natürlich auch mitmachen, damit das halt jeder sehen kann. Und da ist die KI. Jawohl, da fährt die KI gerade. So. Dazu habe ich auch schon einmal versucht, ein paar Mods zu installieren, beziehungsweise ein Mod, der hat irgendwie einen kleinen Fehler, und zwar der. Ja, eigentlich wollte ich mehrere Mods drin haben, aber die haben so ein paar Fehler. Zum Beispiel den Mercedes, Citaro mit den 4 Türen, beziehungsweise mit den 3 Türen. Und ja, den hatte ich versucht zu installieren. Der ist auch gar nicht so schlecht vom Aussehen, aber funktioniert halt noch nicht ganz. Deswegen könnt ihr ruhig mal ein paar Mods in die Kommentare schreiben, die auch wirklich funktionieren und am besten auch, wie man oder was beachtet werden muss, bei welchen und am besten halt verlinken, ne, damit ich die schnell finde. Weil Daniel ist nicht so der Beste. Ich hatte versucht, auch den Solaris Urbino einzufügen, den Dreier oder wie der heißt. Das hat noch nicht ganz funktioniert gehabt, deswegen, ja. Ja, funktioniert es leider nicht so schön. So, Betriebshof machen wir erstmal so starr. Wieso kann ich denn nichts machen? Nö. Habe ich hier noch irgendwas? Nö. Ah, irgendwas war. Okay. Achso, der hat den Einstiegspunkt. Was macht er denn jetzt? Zum Teufel. Ich habe euch gesagt, ich bin nicht der Beste. Jetzt hat das Spiel keine Rückmeldung mehr. hier, ne? Alter, die Waldfee. Oh, wir sind da. Wir sind nur ein bisschen schief gespawnt und ja. So, okay, also falls ich mich noobig anstelle, ruhig sagen, ich bin ein Noob. So, jetzt habe ich erstmal einen Blinker gesetzt. So. So, Parkbremse noch an. Hier, Lenkrad weg. So, Licht. Haben wir das erstmal? Jetzt muss ich erstmal die Klimaanlage einstellen, so ein bisschen. Also, nicht wundern, falls ich mich hier irgendwie vertue oder sowas. Das ist. Kann ruhig sein. Weil halt, ne? Noch nicht so viel gespielt. Und ja, ich habe, ihr seht das ja hier, insgesamt 6 Stunden schon gespielt in den letzten 2 Tagen. Das Problem ist nur, ich habe. René, also den Löwen gefragt gehabt, der hat mir so ein bisschen geholfen und seitdem kann ich das auch so ein bisschen. Jedenfalls hier auch diese Anmeldung, weil ich durch diese Tutorials nicht ganz durchgestiegen bin. Das war schon wieder falsch. So, 4, 3, 4, 1. Jawohl. 15.06, jawohl. 20.06, 7, 3, tak. Jawohl. Genau, jetzt machen wir das. Ich glaube, ich hatte sogar eingestellt, dass ich so ein bisschen die Fahrscheine machen will. Deswegen machen wir das mal so ein bisschen. Hier Fahrplan 1. Wie spät haben wir es denn gerade? Nee, doch Anfang Krankenhaus. Das hört sich doch gut an. Wird abgelöst. Jawohl, das ist gut. Jetzt müssen wir hier 76. Eingabe, okay. Jetzt haben wir das auf jeden Fall. Ja, jetzt mache ich erstmal das. Leg dann Drive ein. Genau. Wollte eben gerade erstmal ein bisschen los. So.
Dann erstmal den. Machen wir jetzt mal alle Türen auf. Ha. Ich hab's geschafft, die Leute kommen. So, jetzt haben wir hier nämlich das auch. Ich muss hier leider mal die Pfeile aktivieren, weil ich kenne die Strecke noch nicht so ganz auswendig. Obwohl die relativ simpel ist. Oh, da will einer einen Fahrschein. Fahrscheinhinweis 270. Das ist der. Bar. Und dann 30. Emma, Kurzstrecke bitte. Und das hört sich ein bisschen komisch an. Was will denn der? Kurzstrecke, was ist eine Kurzstrecke? Da. Zack. 8:30. So. So, oh, haben wir. Ich hab's geschafft. So, machen wir das. Ne, jetzt habe ich die Bremse wieder gezogen gehabt. Ja. So, jetzt fahren wir mal so ein bisschen los. Weil und sowas, ich will ja auch ein bisschen was schaffen. Und ich habe ein bisschen die Einstellung verändert, also nicht wundern, dass ich manchmal irgendwelche Tasten nicht treffe. Ich sollte vielleicht erstmal Licht anmachen. Das fällt mir auch mal so auf. Nichts gesagt. So, jetzt wollen wir hier natürlich auch in die Ecke. Hat er gerade gesagt, ich fahr schlecht? Hallo. So, haben wir hier. Heute keiner Fahrschein? Guten Tag. Hallo. Hallo. Ja, ich weiß auch schon. Hallo. Einen normalen Fahrschein, bitte. 270, Gott sei Dank wird das angezeigt. 30 und 2. Meiner. Dieser Zoom, das ist so umständlich. Und am liebsten würde ich auch ein Lenkrad haben, dem man hier das Ganze macht. Einsteindorf Ausbau. So, jetzt mal ganz gediegen. In meiner ersten Fahrt, also gestern hier in der ersten Fahrt, habe ich es geschafft, gegen die Ampel zu fahren. Weil der Bus einfach nicht eingeschlagen hat. Am liebsten halt mit Lenkrad. Leider habe ich kein vernünftiges Lenkrad. Und ja, also vernünftiges Lenkrad ist bei mir mit 920 Grad. Also sowas wie das G27 oder sowas mit der und Lenkung, dass das halt wirklich alles 1:1 passen würde. Also, aber vielleicht kommt das ja noch so. Oder vielleicht dann auch das G29. Kostet halt nur einen Arsch voll. Aber ein Versuch ist es ja wert. Mal zu schauen, was das so bringt. Oh ja, Mensch, jetzt Kinder. Ich habe hier keine... Hallo. Guten Tag. Ja, Mahlzeit. Aber dafür sind noch nicht alle ausgestiegen. Das ist ein Wunder. Einmal normal, bitte. 270 bar 5:30. Danke. So. Wir sind 50 Sekunden im Voraus. Oder sehe ich das gerade falsch? Wir sind Ausbau 23. Nee, wir sind im Nach. Es geht gar nicht. Ja, diese Steuerung. Ohne Witz. Lausdorf. Wir sind zu spät. Ey, hinter uns der Bus, der wieder auch ganz schön dicht dran. Will uns knutschen. Ah, da hat jemand gedrückt. Das weiß ich schon und ich sehe auch die Lampe. Was ich nur cool finde, ist, dass wenn ich den linken Blinker setze, dass er dann automatisch die nächste Haltestelle macht. Ich weiß nicht, ob das an der Automatik oder sowas liegt. Aber es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, so für mich und sowas, ne? Also, bitte da einmal dran gewöhnen. Und wenn wir es jetzt schaffen, hier mal passend loszufahren, ich hätte eigentlich die Handbremse aufziehen können. Schaffen wir es hier auch um die Kurve. Ja, Sie wollen sagen, Sie können Michael Schumacher, ja? Genau das ist mir in der ersten
im ersten Dings auch passiert. Neutral, rückwärts. Wieso fährt er denn jetzt hier nicht rückwärts? Ja, schön hier. Jetzt steigen hier erstmal ein Großteil der Leute aus. Jawohl. Jetzt machen wir hier einfach mal einen Führerschein. Machen wir jetzt einfach mal einen Fahrschein. So, 2,30 meins. Dankeschön. Seit wann gibt es 5 Euro Stücke? Du auch. Bar 5, 2,30. Einmal normal, bitte. Jawohl. 2 und das. Hallo. Okay. Eine noch Kurzstrecke, bitte. Das ist der Bar 5. So. Dankeschön. Dann haben wir das auch. So, dann machen wir das jetzt erstmal so. Jetzt machen wir erstmal die Warnblinker an. Was piept denn jetzt hier noch so? Was hatte ich denn jetzt eigentlich für einen Gang drin rückwärts? Wieso piept denn das? Was ist das denn? Ich kenne das Zeichen noch gar nicht. Was ist denn hier los? Was ist denn das? Ach, das ist das Knick, was das Gelenk, was zu weit eingedehnt wurde. Ich kann halt auch nicht fahren, ne? Ich würde gerne rückwärts, meine Damen, hallo. Vorwärts kann ich, aber nicht rückwärts. So, jetzt machen wir das so. Alle, die jetzt aussteigen wollen, können gerne aussteigen. Leider sind es ja fast alle. Ja. Einige sind noch drinnen geblieben. Tür zu, weg. Das Abfahrt. Elsterplatz. Ich hoffe, wir sind jetzt auch richtig. Also... Oder wir fahren jetzt in die richtige... LOL! In die richtige Richtung. Und durch dieses hier, ne? Das Zurückschwenken ist eingestellt auf der Tastatur, weil ich mit Tastatur spiele. Dass er da automatisch zurückgeht. Und wir sind... Wir sind noch eine Minute hinter dem Fahrplan, mindestens. Oh ne, wir sind sogar noch eine weiter. Gausdorf. Nordspitze. War vielleicht ein bisschen schwungvoll. Aber schaffen wir irgendwie. Oh, eine Person fährt weiter. Ne, ein paar Personen fahren sogar weiter. Das ist cool. So. Und da ich es am Anfang verbockt habe. Ey, bin doch noch gar nicht fertig. Auch geil. Ich weiß auch gar nicht, was ich drücken soll jetzt. Haben Sie denn fahren gelernt? Ich würde ganz gerne jetzt aussteigen. What? Ich hab doch gar nichts gerammt. Müsst ihr bis oben durchhalten. Menschenskinder. Also, ihr könnt gerne sagen, ich kann nicht fahren. Ja, ich gebe auch zu, ich kann hier nicht fahren. Jedenfalls nicht ohne Lenkrad. Weil die Steuerung ja doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, weil er halt schon etwas mehr einlenkt, als ich will. Und leider geht es auch nicht so wirklich mit dem Xbox-Controller zu steuern. Weil irgendwie lenkt er da nicht und gibt kein Gas und sowas. So, dann machen wir das jetzt so. So, wir haben es geschafft. Status okay. Okay, ich weiß zwar noch nicht, was der Status heißt, aber okay.
So, hier sollten wir Sollankunft 27. Wann sind wir angekommen? Wir sind 28 angekommen. Ah. Wir waren da etwas spät, muss ich zugestehen, aber wir haben es geschafft, pünktlich anzukommen. Genau. So, da wir es geschafft haben und hier die Endstation für uns ist, mache ich das jetzt ganz easy. Machen wir jetzt erstmal Handbremse und Motor aus. Dann machen wir... Geht da noch irgendein Licht? Irgendeins ist doch hier noch an, ne? Oder geht das so aus? Ich weiß nicht, ob das so ausging. Was gehen die denn unten drunter? So, genau. Dann kann die Elektronik aus. Dann gehen wir jetzt wieder rein. Dann machen wir okay. Nee, ich will das doch. Okay, lassen wir so. Jetzt machen wir hier wieder die Heizung und sowas aus. Dann will ich hier erstmal nämlich aussteigen. Dann war das der. Können wir nämlich... Nee, wartet mal. Irgendwas habe ich doch gerade noch vergessen. Die Auswertung oder sowas, ne? Gespeicherte Wunsch, Stauner, Pause, Watch, Unfall, Telefon. Hauptmenü. Kassensturz. Ja, voll. Haben wir doch eingenommen. Linie ändern, Zielcode, Sonderziel. Was ist das denn? Ich kenne mich doch gar nicht aus. So, deswegen machen wir das jetzt einfach so. Das wäre jetzt hier außen das Ding mal zu machen. Also falls ich da noch drinnen sitzen sollte, was ein bisschen komisch ist, vor allem mit diesen Händen. Bitte mal ignorieren. So, wir machen den nämlich jetzt von außen zu. So. Aber wieso das Licht an ist, das wundere ich mich halt noch, ne? Ich weiß nicht, ob das an sein soll oder nicht, aber es ist ja noch an. Warte mal, wir gucken nochmal kurz in. Weil irgendwas muss ich vergessen haben, weil normalerweise ist überhaupt kein Licht an. Das auch auf jeden Fall. Das ist aus, das ist aus. Das. Nee. Sind wir noch nicht alles. Wir haben es geschafft, nach knapp 18 Minuten den kompletten Bus abzuschalten. Achso. Ich habe was vergessen. So, nochmal Tür auf. Ich will das Ding da ranziehen wieder. Kann man das nicht nochmal ranziehen? Genau so. Dann machen wir das jetzt wieder zu. Zack! Wir haben es geschafft, wir sind da. Hallo? So, zu. Wir haben es geschafft, ich bin heile angekommen, habe nichts verloren. Leider sind ein paar Menschen ausgestiegen. Wieso ist denn immer noch Licht an? Licht ist aus. Okay, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr dieser Folge einen Daumen nach oben geben wollt, falls ihr mehr sehen wollt. Falls nicht, gebt einen Daumen nach unten und schreibt den Grund rein. Und falls wer Mods hat oder Streckenvorschläge, dann schreibt die mir auch mal bitte in die Kommentare. Und am besten, wo ich die halt finde, also mit Link und sowas. Ihr wisst Bescheid. Von daher, bis in der nächsten Folge, wann die kommt, ist leider noch unklar. Wahrscheinlich Richtung Wochenende wieder. Und bis dann eine wunderschöne Zeit. Haut rein, bis dann und ciao.